Hi, ich bin Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. In dieser Lektion lernst du einen Übungssong namens Don't Care. Und zwar im Speziellen lernst du hier den Rhythmuspart. Den Leadpart findest du in einer anderen Lektion. Der Rhythmuspart ist perfekt, wenn du Einsteiger bist und schon Powerchords spielen kannst und ganz einfach nach Anwendungsbeispielen suchst. Denn viel mehr brauchst du hier gar nicht. Optional noch Palm Muting. Wenn du es kannst, ist gut. Wenn nicht, dann auch nicht weiter schlimm. Powerchords sind viel wichtiger. Die brauchst du ja auf jeden Fall. Und auch der Rhythmus ist relativ simpel gestrickt. Ich zeige dir noch ein paar Techniken, wie du mit dem Rhythmus vielleicht schneller sozusagen vertraut wirst mit dem Rhythmus. Genau das wollte ich sagen. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich dir jetzt einmal den Song vorspiele. Und dann gehen wir die drei Parts Schritt für Schritt durch. Übrigens noch ein Hinweis, die kostenlosen Videounterlagen findest du unter dem Video oder in der Videobeschreibung. Da kommst du auf unseren Blog und da kannst du dir das ZIP-File runterladen mit dem PDF, sprich mit den Tabs, mit dem ganzen Track und auch mit dem Backing-Track, wo du praktisch die Lead-Gitarre hast, die Drums und die Bassspur und du kannst dann praktisch die Powerchords, sprich die Rhythmuspart, dazu spielen, sodass du ein ähnliches Gefühl hast wie in einer Band. Okay, dann würde ich sagen, geht's los! Okay, schauen wir uns die drei Parts mal an und wir starten mit Part 1. Brauchen wir den Powerchord im siebten Bund, den E-Powerchord. Eigentlich relativ simpler Rhythmus, allerdings haben wir ein paar Synkopen, also vorgezogene Töne, die auf die Unten gespielt werden. Das ist oder kann für viele Einsteiger immer noch relativ schwierig sein. Was hier hilft, ist einfach mitzählen. Und zwar zählen wir 1 und 2 und 3 und 4 und. Die Powerchords an sich sind ja relativ simpel, aber wie gesagt, das, was hier vielleicht etwas schwieriger sein könnte, sind diese Synkopen. Ich mache das Ganze mal vor, so wie ich es dir empfehle, zu Beginn erst einmal zu üben. Zunächst ganz langsam und dann, wie gesagt, mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2,
3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ich mach's nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist einfach ganz wichtig, dass du hier einprägst, dass du hier auf die 1 spielst, dann hier auf die 4 und, dann hier wieder auf die 1, dann auf die 3, auch hier wieder auf die 4 und dann auf die 1 und 2. Wenn du damit zählst und das wirklich ganz einfach stur und langsam machst, dann kommst du da auch langsam rein. Du kannst am Anfang auch versuchen, einfach mal zu klopfen, wenn das zu schwierig ist, zu spielen und zu zählen. Und wenn das Ganze erstmal klopft, dann kommt dieser Rhythmus auch ein bisschen in dein Gehör und geht dann in Fleisch und Blut über und dann ist es auch simpler zu spielen. Okay, weiter geht's mit Part 2. Und zwar spielen wir hier auch wieder einen vorgezogenen Power Chord, eine Synkope sozusagen, und zwar hier im zweiten Bund den B und den H Power Chord. Den spielen wir nämlich auch die 4 und. Wir kommen ja praktisch hier von ja, ich zähle das nochmal mit. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. 3 und 4, 1. Ja, Entschuldigung, das war falsch. Nochmal. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Der Rhythmus hier bleibt hier gleich. Das Einzige, was sich hier unterscheidet, sind letztendlich die Power Chords. Wir spielen einmal den C. Dann D, D, E, E. Im nächsten Part spielen wir C, D, D, G, G. Und auch hier brauchen wir wieder folgende Zählzeiten. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Also sprich, wir haben auf die 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay, also wenn du so machst, wie gesagt, dann ist es wirklich kinderleicht, diesen Rhythmus nachzuspielen. Wie gesagt, hier eben nur aufpassen, am Anfang nicht in den Frust enden, weil es kann ziemlich schwierig sein, das Ganze gleichzeitig zu machen, sprich zu zählen und zu spielen. Deswegen ist es sehr hilfreich, dass du es erstmal einfach den Rhythmus nachklopfst und überhaupt erstmal ein Gefühl für diesen Rhythmus bekommst. Gut, dann geht's weiter mit Part 3. Dort brauchen wir dann optional Palm Muting. Wenn du es kannst, dann verwende es. Wenn du es nicht kannst, dann lass es einfach sein. Auch hier kannst du letztendlich den Rhythmus eigentlich frei bestimmen, falls dir das ein bisschen zu schwer sein sollte. Da musst du nicht strikt jetzt schwarz und weiß denken, okay, ich muss es unbedingt so spielen, wie es in den Tabs spielt. Ja, so solltest du es irgendwann mal spielen. Aber wenn du es jetzt eben noch nicht kannst, auch wenn du einfach nur den Power Chord spielen kannst und du hältst einfach den Rhythmus aus, dann mach so erstmal. Das macht auch erstens eine Riesenmenge Spaß. Und das Wichtigste ist, dass du hier auch mit einem Backing-Track spielst. Also sprich, du spielst hier so ähnlich, wie es auch in einem Bandgefüge ist. Und das macht nicht nur Spaß, sondern das schult auch deine Rhythmik. Und das gibt dir auch ganz einfach ein Anwendungsbeispiel für zum Beispiel Power Chords, wenn das gerade ein Thema ist, mit dem du dich beschäftigst. Aber gut, jetzt erstmal zu Part 3. Und zwar, da brauchen wir letztendlich den E, den C und den D Power Chord. Hier gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar beim ersten Mal, wenn wir zum ersten Mal den sozusagen Chorus oder Refrain spielen, haben wir hier zwei Achtelnoten, die wir danach sofort abstoppen. Und zwar ist es jeweils der E Power Chord. Dann brauchen wir C. Von dem C Power Chord machen wir einen kleinen Slide. Also sprich, du spielst nicht, sondern lass deine Finger auf den Saiten. Mach mal ganz langsam. Und dann geht es endlich los mit dem normalen Part, wie er dann auch beim zweiten Mal gespielt wird. Das
Spaß seid. Im Tabs zum Beispiel siehst du, dass der D-Power-Chord hier immer ausgehalten wird. Ich spiele es auch ganz gerne so. Ja, das kannst du wie gesagt variieren. Du kannst ganz einfach die ganzen Power-Chords aushalten. Kannst du auch machen. Du kannst auch folgenden Rhythmus spielen. Wenn du zum Beispiel Palmijohn nicht kannst und du willst einfach einen Rhythmus spielen, weil dir das Aushalten zu langweilig ist, dann kannst du auch folgendes tun. Ja, und einfach die ganze Zeit Achtelnoten spielen mit hin und wieder ein paar rhythmischen Variationen. Also deswegen sehe das Ganze nicht so stur, sondern kreiere da zum Beispiel, auch wenn du es so spielen kannst, wie es in den Tabs steht, kreiere da ganz einfach deine eigenen Rhythmen, um das Ganze einfach mal in einem richtigen Anwendungsbeispiel entsprechend zu üben und auch ein bisschen deine Kreativität sozusagen damit anzustoßen. Gut, das war's auch schon wieder in dieser Lektion. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die Videounterlagen findest du, wie gesagt, kostenlos zum Download unter diesem Video oder in der Videobeschreibung, wenn du auf YouTube bist. Wenn du irgendwelche Fragen zu dieser Lektion oder zu sonstigen Themen zum E-Gitarre Lernen bzw. E-Gitarre spielen hast, dann schreibst du uns einfach unter dieses Video und wir antworten dir dann entsprechend. Wenn dir die Lektion gefallen hat, dann gib mir doch bitte auch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, damit du immer über die neuesten Videos benachrichtigt wirst. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir mega viel Spaß beim Nachspielen von diesem Song und mit dieser Lektion. Alles Gute bis dahin und viel Erfolg noch beim E-Gitarre lernen. Bis zum nächsten Mal. Rock on!